Hallo Mädels und Jungs da draußen, schön, dass ihr bei mir vorbeischaut. Wir spielen heute Enslaved Odyssey to the West. Ich spiele auf der Xbox und das ist mein erstes Let's Play. Wir sollten gleich beginnen damit. Und schon geht's los. Wir spielen auf normal. Da ich ein totaler Abloser bin, was das Datteln angeht. Aber ihr werdet eure große Freude daran haben, mich ewig und immer sterben zu sehen. Also dann viel Spaß, bis gleich und los. Das Blocken von Attacken verschafft dir etwas Zeit, um deinen nächsten Schritt zu planen. Ja, das werden wir dann versuchen. Einige Gegner sind resistent gegen Plasmaschüsse, finde andere Wege, um sie zu besiegen. Klingt ja recht vielversprechend. Willkommen auf Sklavenschiff 909. Unterwegs zu Pyramid. Sie wurden untersucht. Alle bei der Festnahme erlittenen Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Verbleibende Reisezeit etwa 16 Stunden. Falls Sie unter heftiger Übelkeit leiden oder sich erleichtern wollen, benutzen Sie bitte das Gitter zu Ihren Füßen. Ja, verfluchte Bande. Bei Pyramid erwartet sie ein neues Leben. Frei von den vielen Gefahren dieser Welt. Fügsamkeit wird belohnt mit Sicherheit und Nahrung. Verweigerung wird mit Schmerzen bestraft. Achtung! Temperatur kritisch. Strukturelle Integrität 30%. Hey! Hey! Alarm! Alarm! Hey! Hüllenbruch! Ja, so viel zur Intro. Also, wir sind auf einem Sklavenschiff 909, was immer das bedeutet. Ob das jetzt ein Raum- oder Luftschiff ist, ich habe keine Ahnung. Besser gesagt, ich habe eine Ahnung, aber nur aus dem Grund, da ich die paar Sequenzen schon gespielt habe, um die Video- und Audio-Einstellungen zu checken. Also, ich lasse mir zuerst ein wenig Zeit, um die Texturen da anzuschauen. Da fliegt uns bald das ganze Schiff um die Luft, das ist doch klar. Interagieren können wir nicht mit den Computern da. Und dann laufen wir halt dorthin, wo wir hin müssen. Also wir flüchten. Alarm! Gefangener Insektion, heute auf der Flucht! Gefangener Insektion! Ah! Also wir sind Sklave 949. Und jetzt hat's einen Einzel erwischt. Aber wir sollten schauen, dass wir hier wegkommen. Au weh. Gut. Ich glaube, die Kamera-Automatik-Einstellung, die das Spiel hat, zeigt uns immer, wohin wir dann schlussendlich auch müssen. Und das tun wir dann auch gleich. Au! Das ist ja ein gefuchstes Mädel. Guck, 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 an. Ja, wir folgen ihr einfach einmal auf den Schritt. Und versuchen unsere Haut zu retten. Ah!
Hier hat der Sprunggewalt gekriegt. Hey! Wo willst du hin? Wie bist du da runtergekommen? Was heißt hier runter? Ja, das heißt hier runter. Und der springt da einfach 6 Meter tief. Und zwar mindestens 6 Meter. Der kann das. So, mit seiner Figur. Das sind doch luftige Höhen. Also so wie es mir scheint, überall weiß, wo es so blinkt, können wir hinjumpen. Und wir jumpen, dass das Zeug hält. Rettungskapseln. Das höre ich gern. Ja, Rettungskapseln sind gut. Ah ja. Freund, du mein Anabolika-Junkie, komm, spring, jawohl. Lauf, lauf. Auwe. Ja, jetzt ist guter Ratto, ja. Verdammter Mist, den schaffe ich nicht, ich brauche meinen Kram. Ja, du hast wohl recht. Ja, rechts blinkt was. Und schon geht's los. Klasse B-Sklaven, erwarten Befehle. Wo ist mein Kram? Was? Wo ist mein Kram? Der Kram, die Sachen, die ihr mir weggenommen habt. Darf ich mit dir reden? Die Vorschriften. Lagerraum im unteren Rumpf. Sklave 6B. Ja, das ist aber heftig. Es scheint, als ob wir in einem totalitären Regime sind. Hm? Noch 7 Kapseln an Bord. Also wir müssen runter in den Rumpf und unser Zeug suchen. Mein Motorrad. Wenigstens kriege ich mein Zeug wieder. Der Junge ist ein Biker. Ja, so sieht das schon gut aus. Also ja, wir werden halt hier wieder zurück müssen. Und unseren mechanischen Freund da zerlegen. Ja, diese Blechdose. Komm, spring drüber. Und ja. Wahoo! Also, zerlegen kann er die Blechdosen echt gut. Combat Max, wenigstens sind sie inaktiv. Ja, so hoffe ich doch. Nein, mein Wunsch geht natürlich nicht in Erfüllung. Halte rechts tief gedrückt, um feindliche Angriffe abzuwehren. Ja, das machen wir. Und eleganter. Jawohl, du. Drücke links in eine Richtung und A, um auszuweichen. Ja, dann rollen wir mal durch die Gegend. Ja, das war wieder notwendig. Komm her.
Schlag zu. Auch eine elegante Dreierkombination. Mehr hast du nicht drauf? Oh, Scheiße. Ja. Scheiße, Sex. Naja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Laufen wir. Oh, das nimmt kein Ende. Nein, ihr macht wohl Witze. Für eine Stun-Attacke halten Sie X gedrückt. Na gut, dann probieren wir das einmal. Was auch immer das ist. Ist mir jetzt da irgendwo... Ja, ich bin da ein wenig nervös, gell? Also irgendwas haut da nicht ganz hin. Aber wir müssen ja flüchten. Komm, 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 Junge. Hey! Hey! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Verdammte! Mir scheint, das ist zensiert. Und jetzt? Das ist einmal ein Luftschiff. Cooles Ding. Ja, und wie es ausschaut, müssen die uns da... Und jetzt? ...außen zu den Rettungskapseln begeben. Und der Junge kann das ja extrem gut. Laufen wir. Springen wir. Komm, komm, okay. Oh weh, oh weh. Nicht hier! So, ja. Irgendwie muss ich das noch üben. Scheiß drauf. Also bis ich das ganze Intus habe, ist das Spiel wahrscheinlich längst vorbei. Oh, wir müssen hier einen Schnitt machen. Die Zeit läuft mir ab. Wir springen noch schnell ein wenig. Ja. Und ich nehme an, da müssen wir hin. Sobald wir hier sind, machen wir einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.